Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Klagemauer TV aus dem Studio Augsburg. Heute mit einem Beitrag aus dem Themengebiet Gesundheit. Aspartam. Bevor wir die Frage erörtern, was ist Aspartam, möchten wir Ihnen einen kurzen historischen Abriss geben. Bereits 1965 wird Aspartam vom Chemiekonzern Searle zufällig entdeckt. Die Substanz ist 180 mal süßer als Zucker, hat aber keine Kalorien. Ein perfektes Produkt für den Diätmarkt. 1967 beginnen die notwendigen Sicherheitstests für die Zulassung als Lebensmittelzusatzstoff. Als erstes fütterte man 7 Affen mit Aspartam. Einer starb und 5 bekamen epileptische Anfälle. 1967 bis 1977 gibt der Chemiekonzern 10 Millionen Dollar für weitere Sicherheitstests aus, die Aspartam als sicher klassifizieren. Eine erste Zulassung durch die US-Lebensmittelzulassungsbehörde Food and Drug Administration, kurz FDA, wird gerichtlich angefochten. Die Untersuchung wird aber so lange hinausgezögert, bis die Sache verjährt ist. Die eingereichten wissenschaftlichen Bedenken werden nicht weiter in Betracht gezogen. 1981. Donald Rumsfeld, uns besser bekannt als der US-Verteidigungsminister der Jahre 1975 bis 1977 und 2001 bis 2006, zu der Zeit Vorstandsvorsitzender des Konzerns Searle, kündigt an, durch seinen politischen Einfluss Aspartam zum Durchbruch verhelfen zu wollen. Im gleichen Jahr wird Ronald Reagan neuer US-Präsident. Sein Übergangskabinett, zu dem Rumsfeld gehört, wählt Dr. Arthur Hall Hayes Jr. als neuen FDA-Kommissar aus. Dieser ignoriert die Ergebnisse seines eigenen FDA-Teams und lässt Aspartam, genannt Nutrasweet, als Lebensmittelzusatz zu. 1983. Hayes verlässt die FDA und wechselt zu einer Beraterfirma von Searle und später zu Monsanto. 1985. Searle wird von Monsanto übernommen. 1998. Eine statistische Neuauswertung mehrerer Studien, genannt Metastudie, ergibt, dass 165 Studien zu Aspartam veröffentlicht wurden. Die 74 Industriefinanzierten attestierten zu 100% die Sicherheit des Süßstoffes, wohingegen die übrigen, nicht industriefinanzierten Studien zu 91% auf Probleme hinweisen. Probleme? Nun, was ist eigentlich Aspartam? Hierzu nun 5 überraschende Fakten über den beliebtesten künstlichen Süßstoff der Welt, bekannt unter dem Namen Nutrasweet, Equal oder E951, über welchen seit mittlerweile über 30 Jahre gestritten wird, da er trotz seiner dokumentierten Gefahren das Zulassungsverfahren erfolgreich durchlaufen hat. Bis zum heutigen Tag wissen viele Menschen nichts über die unglaubliche Geschichte des Süßstoffes, geschweige denn über dessen Zusammensetzung oder seine Wirkung auf den Körper und das Gehirn. Fakt 1. Aspartam kann Krebs auslösen. Es besteht aus 3 Komponenten: Asparaginsäure, Phenylalanin und Methanol. Alle 3 sind giftig. Insbesondere freies Methanol ist hochtoxisch, da es nicht von Ethanol begleitet wird, wie es bei Früchten und Gemüsen der Fall ist. Freies Methanol für sich alleine balsamiert lebendes Gewebe ein, schädigt die DNA, Träger der Erbinformationen, und kann Lymphknotengeschwulste, Leukämie und andere Formen von Krebs auslösen. Fakt 2. Aspartam verursacht, entgegen der uns suggerierten Meinung der Kalorienersparnis, Fettleibigkeit, weil es die natürliche Hormonproduktion im Körper verändert und sowohl den Appetit als auch den Heißhunger auf Zucker erhöht. Fakt 3. Wie bereits im historischen Abriss erläutert, bewirkte ein Kommissar der US-Lebensmittelzulassungsbehörde FDA die Zulassung von Aspartam, obwohl es Beweise für seine Toxizität gab. Fakt 4. Aspartam wird mit gentechnisch veränderten E. coli-Bakterien hergestellt. Und zuletzt Fakt 5. Aspartam überwindet die Blut-Hirn-Schranke und verursacht so potenziell eine dauerhafte Schädigung des Gehirns.
In extremen Fällen führt es zu Epilepsie oder Alzheimer und wird auch mit Erkrankungen wie Multipler Sklerose und Demenz in Verbindung gebracht. Bleibt uns zum Schluss nur noch Erich Kästner zu zitieren. Was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. In diesem Sinne einen guten, aspartamfreien Abend.